Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part meines Let's Plays von Final Fantasy VII Remake. Und in unserem letzten Video haben wir zum Glück den Makroreaktor 1 in die Luft sprengen können, aber davor mussten wir gegen den Wächterskorpion kämpfen und der war gar nicht so ohne. Also da hätte es auch anders ausgehen können, um ehrlich zu sein. Und jetzt befinden wir uns in Sektor 8 und müssen zurück nach Sektor 7 in unser Versteck. Und dafür müssen wir jetzt bei Sektor 8 den letzten Zug nehmen, der nach Sektor 7 fährt. Und dafür muss ich jetzt hier die Treppe hinauf. Und wir haben jetzt auch noch eine zweite Materia von Jesse erhalten, die Heilmateria. Und das ist für Cloud eigentlich schon gut. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal so langsam und frohlockend. Und da oben wartet auch nochmal eine Schatztruhe auf uns. Ja, cool, was ist da drin? Dreimal Handgranaten, die kann man wahrscheinlich auch einsetzen, könnte ich mir vorstellen. Die Handgranaten ist da. Oha. Was war das gerade? War das gerade eine Explosion beim Wagen? Muss ich jetzt mal nochmal gucken, ob das irgendwas freigelegt hat oder nicht. Was ist los? Was ist los? Ich komme da nicht durch, nee. Ich komme da nicht durch, okay. Ich dachte, da hätte es noch was freigeschalten, aber anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir hier weiter. Moment, wo? Ach da, genau hier. Da kommt anscheinend was. Oh! Das war's mal mit der Überführung. Mit der Brücke. Das war's dann wohl damit. Alles in Ordnung? Ach da. Wenn Sie nicht sprechen können, heben Sie einfach die Hand. Wir kümmern uns gerade um eine Verletzte. Brauchen eine Ware. Ist hoffentlich nichts passiert mit ihr. Hoffentlicherweise nicht. Schauen wir uns mal weiter hier um. Der Bahnhof steht. Ach, da vorne ist ja der Bahnhof, so wie es aussieht, oder? Oha! Was zu? Oha! Was sieht Cloud jetzt? Oh, Nibelheim. Oh, Sephiroth. Oh. Wir haben Sephiroth zum ersten Mal gesehen. Der ist aber nicht real, oder? Oder etwa doch? Hä? Unmöglich. Der kommt aber ziemlich früh in dem Spiel schon. Das kann nicht sein. Wieso? Der kommt aber echt schon verdammt früh. Aber vielleicht ist das nicht real. Vielleicht ist das bloß wieder in seinem Kopf. Das weiß ich nicht. Ja, komm, lauf. Toll. Der läuft extrem langsam gerade. Und ich kann nicht schneller laufen. So, dann kommt der Sephiroth also jetzt schon zum Einsatz. Hätte ich jetzt definitiv nicht damit gerechnet, dass der jetzt schon auftaucht. Träume ich? Tja, das weiß ich leider nicht, ob du träumst. Wo läuft Sephiroth hin? Der folgt ihm, als wäre voll hypnotisiert, ey. Was ist mit seinem Kopf los, bloß? Warte. Das spielt sich hier bloß gerade nur in seinem Kopf ab. K
könnte ich mir vorstellen. Oder Sephiroth ruft ihn jetzt schon. Das weiß ich natürlich nicht. Was kommt jetzt wohl? Unmöglich. Du bist doch tot. So? Oh, die Stimme von dem ist cool. Dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Oh, der schwitzt. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Das war jetzt eine krasse Szene, muss ich sagen. Wow. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Ja, das hat er ja. Aber nicht nur Mako. In ihm lebt ja die Wurzel, oder in ihm ist ja eine Zelle von Genova. Nicht Wurzel, sondern eine Zelle von Genova eingepflanzt. Und darum hat er diese innige Verbindung wahrscheinlich mit Sephiroth. Es muss fast so sein. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Schreibt's doch mal bitte in die Kommentare, ob ich mich täusche, Leute. Aber ich denke, es hat schon irgendwas damit zu tun. Bezwecken diese Verbrecher. Vielleicht können wir über die Trümmer klettern. Hilfe, wir brauchen Hilfe. Oh, die armen Leute. Oh. Oh, zwei kleine Kinder. Die armen Kiddies. Sucht sie eure Mutter? Ich hoffe, dass sie überlebt hat, eure Mutter. Das hoffe ich. Jetzt muss ich da echt ein Gebäude hochklettern. Krass. Das kam auch nicht in der Originalversion vor, also in der allerersten Version von Final Fantasy VII. Nicht so geplant. Ja, ist schon krass, wie das da aussieht mit dem zerstörten Reaktor. Krass, einfach nur krass. Ich habe ja solche Angst. Keine Sorge, ich bleibe an deiner Seite. Nichts da, du bleibst schön hier. Das können wir nachher noch holen, stimmt's? Was sagst du? Wenn du zum Bahnhof willst, nimm die Treppe da runter zum Brunnenplatz. Okay, danke. Und genau das wollte ich ja... Ah, halt. Schatztruhe. Dreimal Heiltrank, ja. Das ist gut. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Ah, süß.
dass diese Familie so zusammenhält. In dieser schweren Zeit gerade. Das ist süß. So. Wenn jetzt auch noch der Bahnhof dicht macht. Der wird nicht dicht machen, keine Sorge. Zum Glück bin ich hier geblieben. Muss ich da? Ich hoffe, sie schnappen diese Verbrecher. Oh. Hier sind also auch schon Wachen. Achtung. Ach, da komme ich noch gar nicht durch, oder was? Ich wusste, dass so. Komme ich da gar nicht durch? Ich erregt besser keine Aufmerksamkeit. Ja, schade, dann darf ich da nicht durch. Oh Mann, dann muss ich die Materia, die da liegt, liegen lassen, oder was? Da liegt nämlich eine Materia. Ach, Mann. Das ist ja blöd. Ist hier irgendwo noch eine Schatztruhe vielleicht? Oh, da vorne wartet Eris. Oh. Oh, sind das Geister oder was sind das? Sephiroth schon wieder. Du kannst niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Für dich? Huh? Oh, eine Blume. Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut. Dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das? Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Oh, das ist aber nett. Die Blume steht für ein Wiedersehen. Gelbe Blume. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Also wie kann man der Eris nicht glauben? Also bitte. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Oh. Oh. Sind das Geister? Sieht aus wie Dementoren ein bisschen. Was sind das für Viecher? Was sind das für Viecher? Leg die Waffe hin! Sehen die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Warum sind die hinter Eris her? Viel Glück! Leg die Waffe hin! Langsam! Einen feuchten Dreck werde ich tun. So, ich werde euch einzeln auseinandernehmen. So. So, jetzt noch du. Und tschüss. Das war abzusehen. So. Kann ich zu der Materie da drüben hin eigentlich oder immer noch nicht? Jetzt kann ich's. Ja, jetzt kann ich sie holen. Dann werden wir euch mal schnell ein Schnippchen schlagen und tschüss. So, werden wir
Wenn ihr den Mutgriff einsetzt. Scheiße, daneben. Mist. So, dann setzen wir halt Magie ein. Feuer. So, der ist geschockt. Das ist sehr gut. So, jetzt gleich Mutangriff nochmal hinterher. Und tschüss. Jawohl. Keine große Sache. Das war gut. So, was haben wir hier? Eine Materia. TP-Boost. Ich kriege jetzt schon die TP-Plus-Materia was. Okay, die kommt aber extrem früh. Die kommt extrem früh, muss ich sagen. Ist da drüben noch irgendwas hier? Nein, da ist auch nichts. Nö, da ist auch nichts. Okay. Ah doch, aber hier sind solche Kisten wieder. Ein Heiltrank. Ja, immerhin. Besser wie nichts. So. Wo ist die hingerannt eigentlich? Warte mal. Da sind auch noch Soldaten. Ja, ja. Du gehst drauf, tschüss. Okay. Und was liegt da? Ausweichrundumschlag. Jetzt warte mal, ich geh jetzt erstmal dahin, wo die Aeris entlang gegangen ist. Vielleicht ist da hinten auch noch irgendwas. Wer weiß, vielleicht. Schauen wir mal. Ja, da ist noch eine Schatztruhe, das ist gut. Ein Heiltrank. Heilung, jawohl. Nice. Da geht's nicht hoch. Ja, die sind hinter Schloss und Riegel, das ist gut. Einen Supertrank erhalten, nice. Wie viel TP habe ich? 870 von 1082. Das ist in Ordnung. Ne, da komme ich nicht doch. Vielleicht ist Aeris da entlang gerannt, wer weiß. So, okay. Wo lang? Ich denke, ich muss geradeaus, aber ich gehe jetzt mal erstmal links. Nichts zu vermelden. Nichts zu vermelden? Wirklich nichts? So. So, dann werden wir bei dir Feuer einsetzen, dass du mal die Klappe hältst. So, ich muss noch einen Mutangriff einsetzen, jawohl. So. Oh. Mobilisiert, hä? Immobilisierung. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Truppe wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Ja, toll, aber... Lass mich los, du blödes Viech. Was fällt dir ein? So, jetzt... Hier, friss Feuer. Tschüss. Dann jetzt halt noch mein Impulshieb und dann bist du ewig. Tschüss. Jawohl, Stufe 9. Nice. Stufe 9 erreicht. Geile Sache. Ist da hinten irgendwas? Nein. Hier scheint auch nichts zu sein. Ah, doch, hier. Eine weitere Truhe, Leute. Nice. Ein Kraftreif. Ja, Hallöchen. Dann werden wir gleich ausrüsten. Gegenstände, Accessoire, Kraftreif. Ach so, das muss ich wahrscheinlich hier Ausrüstung Materia machen. Stärke erhöht sich um 5%. Ja, warum nicht? Klar. Wenn ich das schon habe. Warte mal, ich habe ja noch eine andere Materia. Warte mal, Materia einsetzen. TP Boost. Ausweich Rundumschlag anwendbar. Der Standardangriff direkt nach dem Ausweichen wird zu einem Flächenangriff. Wir werden heilen, mal wegtun. Ich nehme TP-Boost oder Ausweichrundumschlag. Ich nehme TP-Boost jetzt erstmal. Okay, gut. Aber muss ich mich heilen jetzt. Sonst sehe ich alt aus. Oder älter, besser gesagt. Und das wollen wir ja nicht. So.
Da vorne ist auch wieder Gegner. Ich schnappe mich euch zuerst. Ja, ja. Weg mit dir, du Schutzgardist. Erstmal Feuer nochmal wirken, so. Und jetzt noch Mutangriff und du bist tot. Tschüss. Was? Sie gesichtet? Was? Oh. Euch mache ich auch zunichte. Tschüss. Ihr habt keine Chance gegen unseren starken Cloud. Was? Bereit zum Landen? Was? Wie viele kommen denn da noch? Was? 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 Wollt ihr mich veräppeln? Okay, wir setzen erstmal Feuer ein. Schnell nochmal Feuer einsetzen. So, nochmal Feuer, ganz schnell. Jawohl, und tschüss. Für euch vielleicht, ja. Alle Fluchtwege gesichert. Er wird um die Verstärkung von allen Kopfbändern hier. Dann setzen wir gleich mal noch. Wenn wir setzen jetzt mal die Limit-Attacke ein, den Kreuzschlag. Jetzt wird abgerechnet. Bam, bam, bam. Oh, der war heftig. Der war heftig, der Schlag gerade. Und tschüss. Ah, jetzt kann ich wieder weiterrennen, gut. Portalangriff ist zu gefährlich. Ob es sonst noch einen Weg gibt. Ich gehe am besten über die Dächer. Okay, ja, dann mach das. Dann gehe ich über die Dächer, aber vorher werde ich mich erst noch hier umsehen, ob es hier noch irgendwo eine Schatztruhe gibt. Irgendwo. Hier in diesem Viertel. Es muss hier doch irgendwo was geben. Könnte ich mir vorstellen, dass es hier mit... Er darf uns nicht entwischen. Nee, da ist nichts. Okay. Oh, da drüben warten schon wieder so viele Gegner. Eieiei. Ah, ich muss hier lang, okay. Ah, da ist eine Truhe, okay. Oben ist das wohl am sichersten. Ja, sieht so aus. Was ist hier? Ah, drei Kisten. Aha. Immer einen Heiltrank kriegt. Werde ich auch gleich einsetzen. So, okay. Dann die Truhe hier öffnen. Was ist da drinnen? Zweimal Handgranate. Nice. Da drüben! Oh, die schießen auf mich, die Idioten. Knallt ihn ab! Ihr könnt mich kreuzweise. Das war knapp. Ja, das war echt knapp. Schnell, 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 schnell. Warum schießen die eigentlich auf mit? Wow. Schnell! Da drüben ist der Mistkerl! Darf keine Zeit verlieren. Eieiei, die haben es ja ganz schön auf mich abgesehen gerade. Was soll denn das? Einen Eisenreif erhalten, okay. Und schnell nach unten, schnell. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So. Da ist abgeriegelt, okay, das ist gut. Das ist gefährlich. Eher wohl du, würde ich mal sagen. Okay, also mit normalen Angriffen kann ich gegen diese Schildfusses nichts ausrichten. Und tschüss. Keine große Sache. Da war sonst nichts mehr. Ist auch nichts, okay. Bin ich schon am... Kein Entkommen! Ja, ja. Ich werde mir auch gleich im Grund und Boden stampfen und tschüss. Und tschüss. War okay. Das war auch keine große Sache. Das war auch
Der Gesuchte ist in das Wohnviertel eingedrungen. Was ist denn das Wohnviertel? Warum sind die alle hinter mir her? Hey, was geht ab, ey? Ihr lasst euch nicht so einfach abschütteln, oder wie? Ja, meint ihr etwa? Nein, ihr. Du gehst runter und tschüss. Und tschüss. Ah, die sind da. Okay. Schnell zu denen hier runter, bevor die mich noch treffen. Nein, keine Granate, Freundchen. Und tschüss. Gut, dass die nicht so viel aushalten, diese Soldaten, die sind recht human. Ist wieder ein. Na, da kommen wieder welche. Ja, ja. Ah, hier schluck mal Feuer. Muss ich von hinten angreifen. Und tschüss. Wenn es von vorne nicht geht, dann halt von hinten. Hier haben wir wieder eine Schatztruhe, jawohl. Ein Äther, nice. Sonst war hier nichts, oder? Das warten auch wieder drei Gegner. Da hinten komme ich nicht hin, okay. Da ist er! Ach, die haben mich schon gesehen, die Idioten. Ihr seid lästig. Lästig seid ihr. Lästig. Lästig. Und tschüss. Aber stark sind sie zum Glück nicht. Die sind wirklich simpel, die Gegner hier. Was? Da war nicht mal irgendwas ansatzweise Gutes drin, was mich irgendwie stärker gemacht hat. Irgendwie ein Item oder... Oder ein bisschen Geld. Gar nichts. Da war gar nichts drin in diesen Kisten gerade. So, für den Huster gerade wieder. Hm. So. Wo geht's weiter, Leute? Wo geht's? Ach echt? Schön für euch. Nein, ich ergebe mich nicht. Schnell Feuer einsetzen. Ja, genau daneben geht's noch. Aber jetzt Feuer. Du Scheißbrocken. Stirb. So. Jawohl. Den müssen wir auch ganz schnell besiegen. So, jetzt mal Mutangriff. Ha, du verdammtes Scheißviech, echt. Du verschissenes. Oh, wie das hassen sie. Hier, Feuer. Riss. Er war Stufe aufgestiegen, jawohl. Nochmal einen Heiltrank nehmen. Will nämlich nicht drauf gehen, habe jetzt keinen Bock zu. Nope. Definitiv nicht. Das war gerade überflüssig, dass der mich getroffen hat, der blöde Hund gerade. Da ist auch noch was. So, was haben wir hier? Ein Supertrank, nice. Ich bin ja schon bei den Gleisen, okay. Okay. Oh, jetzt kommen sie schon mit Geschützen daher. Die Ratten sind fest. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Oh Mann. Toll, war's das jetzt oder was? Nein, ich muss sogar gegen dich kämpfen. Bei euch vielleicht. Ei, ei, ei. Ja.
Weg mit euch, kommt. Ihr kleinen Fische. Ihr seid für mich nur Mittel zum Zweck. Das ist ein Kommandeur. So, Feuer. Es ist noch nicht vorbei. Wetten doch. So, dann jetzt Mutangriff. Nein, hat nichts gebracht. Shit. Scheiße, ich habe keine MP mehr. Muss ich kurz Äther fressen. So, aber jetzt Feuer. So. Jawohl, er ist geschockt. So. Jetzt kann ich mit meinem Mutangriff reinen Tisch machen. Weiter Angriff, komm. Impuls ich noch. Jawohl. Komm, Gaga. Kommandeur, okay. Oh, jetzt sind wir weiter eingekreist. Ne, super. Wir haben den Mann. Festnahme folgt. Hey, wo ist das? Oh, jetzt hat er wieder eine. Hat der eine gerade gefragt, wo wir das Schwert herhaben? Hä? Komisch. Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Aber wir haben es zum Glück geschafft. Gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Der brummelt nur. Bist du ja endlich. Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Der hat sich nämlich auch Sorgen gemacht, Barrett. Aber es gibt da halt natürlich nicht zu. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Genau. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Der Barrett. Ja, ja, ja. Der gute alte Barrett. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Ja, das ist der. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makoreaktor 1 kommt es auf dieser Strecke derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Okay. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Kein Problem, wir haben Zeit. Und ich mache mal wieder einen Cut, meine lieben Leute. Also, es hat jetzt doch längere Zeit gedauert, als ich angenommen hatte, dass wir es mal in den Zug schaffen. Das war in der PlayStation 1 Version viel, viel kürzer. Da hatten wir bloß gegen 6 oder 9 Shinra-Soldaten kämpfen müssen und dann waren wir schon im Zug. Aber hier waren es richtige Horden. Fand ich aber geil.
Und Eris haben wir auch getroffen. Aber komisch fand ich nur, dass die auch von diesen unsichtbaren Wesen verfolgt worden ist. Das wurde in der PlayStation 1 Variante auch nicht erwähnt, aber vielleicht spielt es ja noch eine entscheidende Rolle, warum sie diese Wesen sieht und was es mit diesen Wesen auf sich hat. Ich hoffe, daraus werden wir im Laufe der Story noch schlau und ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat, Leute, und bitte gebt mir dafür einen Daumen nach oben. Das wäre richtig, richtig toll und vergesst nicht, die Glocke zu läuten, Leute, oder die Glocke zu drücken und mich zu abonnieren. Das wäre auch sehr, sehr schön. Und in unserem nächsten Part werden wir hoffentlicherweise nach Sektor 7 kommen und unser Versteck aufsuchen können. Und mit diesen Worten, meine Lieben, verabschiede ich mich jetzt auch schon und sage hiermit, macht's es gut, haltet die Ohren steif und bis zu einem weiteren Part von Final Fantasy 7. Haut's rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!